Toll. Inwiefern hat uns das jetzt weitergebracht? Carla, was für eine beschissene Idee hast du? Weihe uns doch einfach mal ein. Sollen wir ins Telebim gehen? Nein, auch nicht. Was sollen wir denn dann machen? Ist im Klo versenken? Ah, wir können raus. Okay. Sollen wir unsere netten Nachbarn fragen dazu? Das war Tut mir geraten. leid, dich zu stören, Tommy. Keine Sorge, ich war sowieso noch nicht müde. Worum geht's denn? Nee, du bist nur schon abgehauen Ich wegen den bin in einer Tarotkarten. Untersuchung und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Eigentlich schon, denn Bankpapier hat immer ein Wasserzeichen mit dem ID-Code der Bank. Gut Der zu wissen. ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tom. Gute Nacht. Nacht, Carla. Schlaf gut. Das, was ich jetzt denke, sage ich nicht. Ich rufe Tyler an. Nee. Keine Musik. Tyler. Hallo? Telebim? Ach, auf der anderen Seite. Da. Ja? Auf dem Ja. Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Gut. Schnell zu ihm rüberwechseln, bevor der. Nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Dämlicher Nachbar wiederkommen kann, wollte ich sagen. Wo ist das Wasserzeichen? Was ist das denn? Ich werde so nichts sehen. Ich muss es irgendwie unter Licht halten oder so, richtig? Wasserzeichen sind ja so nur sichtbar wie bei Euroscheinen. Was ist das denn für eine merkwürdige Uhr? Kam es mir so vor, oder waren da die Zahlen komplett falsch? Ach mal, richtig's an. Ultraviolettes Licht. Warte, ich will was testen. Wenn er schon nichts anderes machen will. Oh, warte, da konnte ich was mit dem Licht machen. Bewegen Sie das Licht mit Hilfe des Joysticks oder der Richtungstasten. Da, A, G, N und J. Ich glaube, ich hab's. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Wen habt ihr in Soll der ich Hand? gehen?
Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Bank. Wenn er überhaupt in der Bank arbeitet. Bis morgen, Tyler. Ja, wir programmieren okay, oder dann, so. Ich hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Nicht schon wieder die Filzläuse, ja? Hallo, ich heiße Carla Valenti. Die Polizei. Sie haben mich. Was soll ich jetzt machen? Zu spät, um zu versuchen zu fliehen. Was denn soll ich jetzt machen? Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Anscheinend. Oh, das verstecke ich am besten. Was du dir sagst. Und nun? Haben wir es nun versteckt? Ich hoffe, das reicht. Sonst müssen wir es halt nochmal machen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Habe ich es denn nun versteckt oder habe ich es denn nicht versteckt? Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt gleich feststellen. Keiner zu Hause. Hallo, ich heiße Carla Valenti. Ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie möchten mir Fragen stellen? Nichts Persönliches, keine Sorge. Ihr Chef sagte, Sie wären für die Wartung der Computer zuständig. Ich habe ja ein paar Fragen. Wird nicht lange dauern. Was möchten Sie wissen? Warum ist Tokio denn Können kaputt? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Scheiße. Nein, der könnte überall gedruckt worden sein. Schauen Sie mal genauer hin. Das Wasserzeichen enthält den ID-Code Ihrer Bank. Das Woher soll sie das wissen? Von hier. Das ist mir völlig entgangen. In der Tat, dann muss dieses Papier von hier stammen. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Natürlich hat sie erst mit ihm gequatscht. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Dieser Typ ist echt angespannt. Ist wahrscheinlich nervös, weil er verhört wird. Mhm. Och nö, nicht schon wieder. Alles in Ordnung? Hinter dir ist eine riesen Filzlaus. Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat der bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Hören Sie, ich hatte einen harten Tag, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich hatte auch einen harten Tag, Herr Kane. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser für alle. Ja, ich baue nur Scheiße hier. Sie bitte meine Frage. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Nein. Oh, muss das wieder von vorne losgehen? Alles in Ordnung? Na, natürlich. Ja. Jetzt darf ich nicht nochmal Scheiße bauen. Mensch. Ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden?
Tut mir leid, ich kann mir Gesichter schlecht merken und ich habe hier mit Unmengen von Leuten zu tun. Natürlich, aber ein Versuch war es trotzdem wert. Ich kann mir auch nie Gesichter merken. Stimmt sogar. Mist, es hätte mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Ach nö, nein! Fehlt Ihnen wirklich nichts? Ich glaubte... Entschuldigung. Toll. Wir müssen es nochmal machen. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Ja, ich... Nun, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Komisch. Seine Vorderarme sind verbunden. Ja und? Warum wohl? Haben Sie etwas an den Armen? Sind meine Arme Teil Ihrer Untersuchung? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, wenn ich etwas forsch bin. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Das ist mein Bruder, Markus. Och Mann! Verpisst euch! Fehlt Ihnen wirklich nichts? Sie sehen etwas blass aus. Ist nur eine leichte Erkältung. Klar. Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Ach, was du nicht sagst. Er muss der Täter sein. Das muss ich überprüfen. Haben Sie Zugang zu dieser Art von Papier, Herr Kane? Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Hören Sie, ich war nicht in diesem Restaurant, wenn Sie darauf hinaus wollen. Woher wussten Sie, dass ich den Mordfall vom Restaurant untersuche? Aber Sie haben gesagt... Das habe ich zu keiner Zeit erwähnt. Bist du dir sicher? Ich muss Sie bitten, mit mir zur Wache zu kommen. Ja, wir haben es ruiniert. Und damit endet meine Geschichte. Ja, alles von vorne und diesmal besser. Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Oh, das verstecke ich am besten. Ich bin einfach zu ehrlich, was das angeht. Sollte ich vielleicht... Warte, ich teste mal was. Mit den Bildern kann ich nichts machen. Nö. Gut, hat sich erledigt. Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe keine Lust, mich weiter umzugucken. Deswegen warten wir einfach ab, was passiert. Keiner zu Hause. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ja. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.
Sie möchten mir Fragen stellen? Ja, nichts mit dem Restaurant sagen. Keine Sorge. Daran sollten wir unbedingt denken. Ich bin für die Wartung der Computer zuständig. Ich habe da ein paar Fragen. Wird nicht lange dauern. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Tja, keine Ahnung. Wissen Sie, hier arbeiten über 500 Leute. Und wahrscheinlich sehr viele Drucker. Ich sagte, diese Art von Papier würde nur von den Börsenhändlern benutzt. Das ist wahr. Das stimmt durchaus. Aber wir haben hier über 100 Händler. Wie sollen wir da einen finden? Wir dürfen das auf jeden Fall nicht passieren lassen. Alles in Ordnung? Ja, da kommen nur wieder diese Scheißviecher. Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat der bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Ha, fuck! Also könnten es eh nicht verhindern, anscheinend. Alles in Ordnung? Ja, du sollst verschwinden. Dann ist wieder alles in Ordnung. Alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Nein! Ich habe das Falsche gewählt, richtig? Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Niemand? Naja, hätte ja sein können. Mist. Es hätte mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Was du nicht sagst. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Ich glaubte... Entschuldigung. Es ist zum Verzweifeln, echt. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Ja, ich... Nun, ich habe manchmal... Da werde ich nicht lügen. Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Komisch. Seine Vorderarme sind verbunden. Und, was geht's dich an? Haben Sie etwas an den Armen? Sind meine Arme Teil Ihrer Untersuchung? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, wenn ich etwas forsch bin. Sehen Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Ja, was soll ich sagen? Familienmitglied. Das ist mein Bruder, Markus. Fuck. Das war's mit uns. Wir sind ruhig geblieben, ein Wunder. Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Was du nicht sagst. Er könnte durchaus der Täter sein. Das muss ich überprüfen. Haben Sie zu... Kein Restaurant wählen. Okay. Kein Restaurant wählen. Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen.
Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Nicht in dem Restaurant. Ich bin diese Fragerei langsam leid. Wenn Sie mich irgendeiner Sache beschuldigen wollen, dann bringen wir es hinter uns. Das war falsch, richtig? Aber das sind reine Routinefragen. Das sagen Sie immer. Mir ist nicht gut. Ich spritze mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Das darfst du gar nicht. Du darfst dich nicht weiter umgucken. Er verhält sich so komisch. Ich werfe mal einen Blick in seinen Schreibtisch, bevor er zurückkommt. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Der Stift wird doch garantiert nicht vermisst. Achso, mehr guckst du dir das Bild nicht an. In Ordnung. Da steht was auf dem Bild. LKMK, Juni 2003. Ich hoffe nur, wir entdecken nicht das Dings. Du darfst nicht an den Computer gehen. Hier gibt's nichts Interessantes. Wann kommt er denn wieder? Na komm wieder. Bevor ich das entdecke. Ich will das nämlich nicht entdecken. Dann ist es nämlich wieder zu Ende und wir müssen wieder von vorne anfangen. Ja, sie macht einen Riesenfehler. Schönen guten Tag. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will sie nicht länger aufhalten. Tschüss. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kerr.